So, den kann ich jetzt wegmachen, den Auftrag, weil wir haben genug Gras gesammelt gehabt. Um Seil und Stoff. Dann mach noch zwei Rollen Stoff, damit wir wieder ein volles Stofflager haben. So, unsere Heilstationen sind jetzt auch aktiv, was gut ist. Ihr zwei, schnappt euch mal die Blöcke da hinten. Damit die nicht mehr einfach hier rumliegen. Noch 2 Minuten bis zur nächsten Welle. Oh, hier sehe ich schöne kleine Schwefel- und Eisenvorkommen. Das ist nicht gut, das ist gut. Und in 1 Minute kommt die nächste Welle. So, die haben die beiden Steine von da draußen abgeholt und abgeliefert. Das ist auch gut. Ja, ich hätte gern einen neuen Bauauftrag. Der Bauauftrag hier kriegt erstmal maximal Priorität. Der neue Bauauftrag. Das ist nicht richtig. Ich brauche ja... Wobei, doch. Ich mach's so. Es ist wirklich besser, wenn sie durch... den Turm durchlaufen können. Und nicht immer außen rum müssen. Und ich glaube, die Welle ist da. Ja. Ich sagte zu den Waffen, Leute. Ja, seht ihr die? Pfeile bleiben einfach in den Mauern stecken. Okay, er kann durchschießen, das ist gut. Thank you.
So, jetzt schaltet langsam die Fernkämpfer aus. Und da war einer dieser Ruckler, von denen ich gesprochen habe. So, zurück zur Arbeit. Wir haben wieder niemanden verloren, das finde ich immer gut. Ja, dadurch, dass wir Corrupt Ones töten, steigert sich auch schneller unsere Energie zum Rufen von neuen Leuten. So, drei Leute reparieren, das ist gut. Wir haben hier oben das Schwefel auch abgebaut. Und wir haben eigentlich jetzt hier relativ den Berg so weit freigelegt. Dass wir hier neue einen richtigen Tunnel anlegen können. So, aller Strip Mining. Also eine Mine, meine ich, anlegen können. Und die Strip Minern können. So, das reicht dann erstmal. So, ich glaube langsam, ich muss jemanden manuell zum Holzhacken beauftragen. Weil was ich leider irgendwie nicht machen kann, ist den... jemanden dem Holzblock direkt zuweisen. Außer vielleicht mit Rechtsklick. Ja, genau. Betreibe diese Station. Super, jetzt kann keiner mehr rein. Weil ein Baumstamm vor der Tür liegt. Okay, nimm mal dem Tunnel und dem Steinbruch jegliche Priorität weg. Und baut Blöcke auf. Ah, jetzt haben wir das KI-Problem, was ich gemeint habe. Und da haben wir das Problem mit der Ecke. Den Steinbruch lösche ich mal. Kann ich ihn neu setzen, zufällig?
Ja, kann ich neu setzen. Ist ein bisschen frickelig. Ich kann ihn halt nicht direkt mehr hier reinsetzen. Cannot use box selection in edit mode. Wie tief geht... Nee. Das sowieso nicht. Canceln wir das mal. Lassen wir mal den Steinbruch in Frieden. Okay, Leute haben nichts zu tun. Das ist blöd. Deswegen geben wir ihm mal was zu tun. Lassen Sie erstmal hier die ersten beiden Schichten vom Turm neu aufsetzen. Ah, wie machen wir es auf der Seite? So am besten. Oh ja, und ich sollte denen auch sagen, dass sie Stufen bauen können. So. Die Stufenbretter und ich habe diese Ecktreppe hier genommen, gell? Ja. So. Oh, neue Welle. Ich soll da also nochmal die Leute zu den Waffen rufen. Und das ist dann die letzte Welle, bevor wir einen Cut machen, übrigens. Oh, und diesmal kommen die Corrupt Ones wieder von dort. Okay. Leute, zu den Waffen bitte. Ich habe gerade mal zwei Fernkämpfer. Das sieht doch schon mal besser aus. Und ja, der prügelt sich da auch wieder direkt in meine Mauer rein. Lockt ihn mal ein bisschen weg. Wo ist mein Magier?
Da ist einer meiner Breakthrones gestorben. Da ist der zweite gestorben. Hat da einer meiner Breakthrones einen Abflug gemacht? Ja, der zweite auch. Okay, der könnte mich jetzt umbringen. Wäre schön, wenn ihr mithelfen würdet. Okay. Zurück zur Arbeit. Du stehst da oben jetzt gerade ein bisschen auf verlorenem Pfosten. Müssen wir erst warten, bis die alles repariert und ersetzt haben, bevor du da runterkommen kannst. Ah ja, die Welle war unschön. Mit der Welle speichern wir aber auch das Spiel mal. Und machen erstmal einen Cut wieder mal. Mal gucken, ob ich weitermache. Wir sind schon eh viel zu weit wieder überzogen. Ah, da sind die Folgen jetzt etwas länger halt. Also, bis dann.